Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik geht in die nächste Runde. Nach langwierigen Abstimmungen im Parlament wird die Reform nun mit dem Rat der EU ausverhandelt. Zwischen vielen Abgeordneten gab es immer wieder Streit, sowohl um das Verfahren als auch um die grundsätzliche Frage, ob man das Reformwerk nicht überhaupt zurück in den Ausschuss verweist. Da fragt man sich doch, ist das EU-Parlament reif für eine richtige Gesetzgebung? Nein, das ist es nicht und ich hoffe, das wird es auch nicht, weil ich eine Gesetzgebungseinrichtung Marke EU-Parlament ablehne. Das wäre dann der letzte Schritt zur Staatswerdung. Diesen Staat will niemand, das sage ich eindeutig dazu. Das, worum es hier geht, ist schlicht und einfach um die Verteilung von Geldern, die wir vorher an die Europäische Union bezahlt haben. Und es zeigt sich jetzt immer deutlicher, dass mit der Problematik der Finanzierung des EU-Haushaltes natürlich auch Verlagerungen von EU-Förderungen verbunden sind. Im Ergebnis für Österreich und für Österreichs Bauern heißt das, dass wir weniger bekommen und daher noch mehr als Nettobeitragszahler in den Topf hineinzahlen. Irgendwann einmal wird sich das hoffentlich der österreichische Wähler auch nicht mehr gefallen lassen. Vergleich zum Nationalrat. Kennen Sie ähnliche Abstimmungsmarathen auch aus Wien? Ja, wir haben im Nationalrat auch schon Marathonsitzungen gehabt, auch mit sehr, sehr langwierigen Abstimmungen. Da hält sich mein Mitleid mit den Abgeordneten in Grenzen. Was allerdings sich auch heute gezeigt hat, anhand dieses dramatischen Kollaps des Herrn Präsidenten aus Griechenland, also des vorsitzführenden Vizepräsidenten aus Griechenland, dass schlicht und einfach auch das atmosphärische Klima, das heißt also auch das Belüftungsklima in diesem Haus ein katastrophales ist. Es zeigt sich, es funktioniert in dem Haus einfach gar nichts. Schlechte Luft im EU-Parlament. Schlechte und dicke Luft im EU-Parlament, das kann man wirklich sagen, ja.